Dänemark, das Sommermärchen. Dänemark hat es allen gezeigt. Deshalb finden wir Fußball so nice. Was für eine Story. Dänemark, das Fußballwunder. Volle Power, deine Steine meint. Denn sie sind als Team gemeinsam eins. Was ein Turnier. Ja, gemeinsam sind sie vorwärts gekommen. Nicht die EM, aber mein Herz gewonnen. Und sie warfen immer alles rein. Deshalb zogen sie auch ins Halbfinale ein. Ja, yeah. Es ist so schade, dass es gegen England nicht geklappt hat. Doch manchmal liegt das Glück einfach bei jemand anderem. Daran geglaubt haben wohl die wenigsten. Ja, die Siege waren noch für Eriksen. Dänemark, das Sommermärchen. Dänemark hat es allen gezeigt. Deshalb finden wir Fußball so nice. Was für eine Story. Dänemark, das Fußballwunder. Volle Power, deine Steine meint. Denn sie sind als Team gemeinsam eins. Was ein Turnier. Die ersten zwei Spiele direkt verloren. Die Ausgangslage war die beschissenste. Gegen Russland mussten sie gewinnen. Und dann kam der Longshot von Christensen. Die größte Überraschung des Turniers. Nur wenige Teams waren ähnlich stark. England zwar komplett ohne Gegentor. Das erste kam es gegen Dänemark, ja. Yeah. Dänemark, das Sommermärchen. Dänemark hat es allen gezeigt. Deshalb finden wir Fußball so nice. Was für eine Story. Dänemark, das Fußballwunder. Volle Power, deine Steine meint. Denn sie sind als Team gemeinsam eins. Was ein Turnier. Ja. Yeah. Zu Beginn direkt das Drama mit Eriksen. Fußball war egal, wichtig war, dass er am Leben ist. Es wurde viel gebetet im Stadion und in den Medien. Gott sei Dank hat er überlebt. Die Spieler waren schockiert und mussten trotzdem weiterspielen. Aber natürlich kann man sich bei sowas nicht konzentrieren. Doch im Laufe des Turniers setzte das bei den Spielern kräftefrei. Sie wollten für Eriksen gewinnen und warfen alles rein. Ja, sie warfen alles rein, ja. Dänemark. Dänemark ist Sommermärchen. Dänemark hat es allen gezeigt. Deshalb finden wir Fußball so nice. Was für eine Story. Ja, Dänemark ist Fußballwunder. Volle Bauer, der die Steine meint. Denn sie sind als Team gemeinsam eins. Was für ein Turnier. Ja, Dänemark ist Sommermärchen. Dänemark hat es allen gezeigt, deshalb finden wir Fußball so nice, was für eine Story. Dänemark ist Fußballwunder.